Ne, Natururin schon wieder dran. Ich habe schon wieder ein urinfarbiger Oberteil an, weil jetzt gerade mein Bier, was ich gerade getrunken habe, alle ist. Muss ich schon wieder ein neues Bier aufmachen mit dem beschissenen Drecksfeuerzeug. So, weil ich jetzt gerade Bier getrunken habe, kann ich jetzt mit dem beschissenen Drecksvideo anfangen. Das ist jetzt Tag Nummer 4 von dieser 10-Tages-Wanderung. An dem Tag bin ich diese Strecke gelaufen. Das war Harzer Hexenstieg. Das war von Osterode zum Bärenbrucher Teich, also im Harz. Insgesamt haben wir 16,3 km gemacht. Ich bin dieses Mal an den Tag bzw. die darauffolgenden Tage nicht alleine gelaufen, sondern mit Kumpel, mit diesem Arschloch. An dem Tag haben wir diese Harztour begonnen, den Harzer Hexenstieg, zu laufen von Osterode bis nach Thale. Ich hatte in Soltau gepennt bei einem anderen Kumpel und wir sind dann morgens früh um kurz vor 9 sind wir dann von Soltau nach Osterode mit einem Scheißzug gefahren und haben dann den Harzer Hexenstieg gestartet. So, jetzt Video Start kommt. Neuer Scheißtag. Jetzt mit Kuple zum Harz fahren. Harz. Gleich erstmal Scheißbier kaufen. Mit Zug zu gefahren. Mit Scheißkaffee. Jetzt ein Scheißmagnesium zu gefräsen. Damit wir gleich noch mehr Durchfall haben. Gleich in Hannover umsteigen. Ja, wir sind Hannover angekommen. Jetzt Pause machen. Bierpause. Prost. So, wir sind schon wieder ein neuer Zug. Jetzt bis, keine Ahnung, wie heißt dieser Dorf nochmal? Kreisen oder wie das heißt? Ja, Kreisen? Kreisen? Ja, Kreisingen, Kreisingen. Und nochmal Bierpause machen später gleich. Wir sind in einem scheiß Metronom, da kann man noch nicht mal Bier trinken. Voll scheiße. Und da hinten kommt langsam Berglandschaft. Mit diesem Arschloch fahre ich da hinten. Diesen Hexenstieg machen. Schloss gefunden. Schloss. Rohr mit Dampf oben drauf. Ich habe hier meine Socken hier ausgezogen, damit Stieg kommt. Muss noch mehr Stieg kommt. Ne, Berglandschaft kommt langsam. Haben wir umsteigen gemacht. Jetzt weiterfahren und gleich doch mal umsteigen. Und dann sind wir gleich da. Jetzt ist scheiß Umstieg. Und schon wieder Bier trinken. Nur scheiß 5 Minuten. Müssen wir ganz schnell machen. Zug kommt. Jetzt umsteigen. Gefahren. Gefahren zu Osterode. Und gleich schon Meine wieder Damen Bier und Herren, trinken. herzlich. Ne, Arschloch hat Scheiße gemacht. Ich muss auch Scheiße machen. Stieg kommt. Stieg kommt. Stadt gefunden. Stirbt. Ne, Felsen gefunden. Felsen. Noch mehr Felsen. Ja, wir sind in scheiß Osterode angekommen. Jetzt erstmal Bier trinken. Bier trinken. Jetzt Start kommt. Nochmal prüfen, welche Richtung und dann Start kommt. Saufmarsch. Ich hab Squidshots gemacht, weil wegen Navigation kostet Geld und ich hab kein Geld. Und deswegen laufen wir mit Squidshots, die ich gemacht habe von meiner Strecke. Und keine Ahnung, wo wir jetzt hinlaufen, aber ich glaube nach da. Jetzt loslaufen. Start kommt. Harzer Hexenstieg. Hier Kupfle sucht jetzt. Hier, wie heißt das nochmal? Er will auch das hier haben, meine scheiß Pennertasche. Weil die hat voll cool dran zum Schleppen. Musste noch mehr Bier trinken. Natururinhaftig. Natururinhaftig? Ja. Der Scheiße geworden. Boah,
So, falls ihr euch fragt, warum mein Scheißzelt nicht drauf ist, wir haben ein 3-Mann-Zelt dabei. Kumpel schleppt mit. Der Arschloch hat sich auch so einen Scheißwagen geholt. Ja, und der versucht jetzt das hier da dran zu machen. Und jetzt, wenn das hier fertig ist, das ist schon fertig. Können wir jetzt loslaufen. Ich werde schon wieder ein Scheißbier holen. Schon wieder Bier trinken. Ist eingepackt, jetzt Start kommt. Hier. Yeah. Da wo wir hin müssen. Ne, schon wieder Bier trinken. Ne, Fluss mit wenig Wasser gefunden. Und ganz viele Steine und mit ganz viel Natur. Bisschen scheiße Wasserfall. Wir haben hier ein Schild. Hinter mir kann man vielleicht sehen. So ein Scheißschild getroffen, da steht Harzer Hexensteg Richtung. Und wir beide jetzt zu gelaufen. Dahin. Bis ganz durch. Arschlochen haben wir jetzt diesen Scheißberg. Bis hier hoch gemacht und gleich sind wir Ende. Der ist steiler als er aussieht. Dieser Scheißweg, die sieht ganz steil aus. Die ist steiler als die aussieht. Wir trinken jetzt einmal Bier schon wieder zusammen. Und da vorne ist noch ein bisschen Weg und gleich haben wir angekommen und dann laufen wir weiter. Aber jetzt erstmal Bier saufen. Ne, urinfarbige Käppi. Schon wieder Bier trinken und jetzt weiter gelaufen. So, jetzt weiter zu gelaufen. Ich hab hier mein Bier offen, damit wir Bier trinken können. Kurz hier scheiße Pause machen, weil wir faul sind. Wir haben gerade diese Stieg hochgemacht und jetzt gleich weiterlaufen. Erstmal scheiße Bier trinken. Geh Prost! So, schon wieder Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. So sieht Wald im Blick aus. Aussicht mit Waldblick. Königseck. So sieht das aus. Herzenspeck. Das ist zu hoch dran, um da runter zu laufen. Gelaufen wir diese Richtung. Runter vom Rasen, ihr Idioten. Sag mal, seid ihr bescheuert oder was? Ne, Arschloch macht gerade Foto. Und hier ist diese scheiß Landschaft. Die sieht voll cool aus. Da müssen wir doch mehr hoch machen. So, einmal Sneakers so gefressen. Schon wieder Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Das sieht voll cool aus für einen Schlitten runterfahrplatz. Wir haben ein ganz komisches Scheißproblem. Von der seiner scheiß neuen Tasche fallen seine Scheißräder ab. Und hier haben wir eine provisorische Lösung gemacht. Und das verbrennen wir jetzt da rein. In diese Scheißräder, damit die halten. Das ist Scheißtasche. Die war sogar teurer als meine. Arschloch! Hol mir so ein Scheißding. Von diesem Scheißbaum. Hier ist so ein frisches Scheißding von Scheißbaum. Die sind voll geil. Die kann man immer wieder voll geil fressen. Schmeckt voll geil. Das müsst ihr auch mal machen. Süß sauer. See gefunden. Nö. Nee. Nochmal See gefunden. Zwei sogar. Zwei Scheißsee. Voll cool. Ich mach das. So, jetzt erstmal Bier trinken. So, das war Tag Nummer 4 gewesen. Am Bärenbucher Teich haben wir ein paar Russen getroffen. Und mit denen hatten wir ganz viel Wodka und Whisky und Bier gesoffen. Und ganz viel Kartoffeln gefressen. Die hatten so einen Vollfetttopf gehabt, voller Kartoffeln mit Paprika, mit ein paar Fleischstückchen auch noch drin, mit Zwiebeln und so einen russischen Öl und sowas drin gehabt. Und das hat voll echt geschmeckt. Das war voll cool, das war voll lecker. Das hat voll Kraft gegeben, um noch weiter zu Parity zu machen. Und ach ja, ich hatte am nächsten Tag, das war ja 2.6. gewesen, Geburtstag gehabt. Ich bin da 27 Jahre alt geworden. Und wir haben mit den Russen, die wir zufällig getroffen haben, haben wir vollkommen reingefeiert gehabt. Und ich war viel zu besoffen gewesen, um den Rest aufzunehmen. Und von den Russen
Da haben wir folgenden Spruch kennengelernt. Mr. Beard! Die haben ganz viel Beard-Geräusche gemacht. Das war voll cool. Das haben wir voll gefeiert. Mr. Beard! Und zwar, da war so ein Russe. Der hatte so ein Messer dabei gehabt. Keine Ahnung, ungefähr auch diese Größe. Der wollte einfach so ein bisschen Fleisch schneiden. Und hat gesagt, Mr. Beard! Das war voll geil. Wir haben uns gar nicht mehr eingekriegt. Mr. Beard! Ja, unser Zelt. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Haben wir dann direkt neben den Russen aufgebaut. Und da auch gepennt. Sind auch, ja, voll geil in meinen Geburtstag reingefeiert. So, beim nächsten Mal mache ich Teil 5 fertig. Von der 10-Tages-Wanderung. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer beschissener Natururin.